Schöne gute Mütter. Ich warte noch 5 Minuten, dass sie drin durch. Hey, ja, den uns bist du Hand hin, ja? Ruf mal lecker die Hand an, stopp ab, da wann du mich schäuert. Stopp, ab, da! Stopp, ab, da! Ist schon leicht und in der Länge frei. Ja, da kommt ein Kalasch, jetzt gucken, wenn ich da will schwätzen. Was ist eine Organisation und da läuft für die Schwätze, kommt doch ein Kalasch kurz nach, dann komm mal mein Glöscher. Hallo? Das klingt schon viel besser. Also, wir machen einen kleinen Spruch, den wir dann auch noch aufhören und hoffen, dass wir alle Mappen haben. Das war aus, ziemlich einfach. Wir sind digital Taliban, wir wollen raus aus Afghanistan. Stopp, Akta, und wer nicht springt, den hast du Akta. Was den anderen müssen, der ist gerne hochkommen. Also, Necker wiederholt. Wir sind digital Taliban, wir wollen raus aus Afghanistan. Stopp, Akta, wer nicht springt, und den hast du Akta. Ich bin hier sprang. 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 So, ich sehe Fee von Karl. Soll ich nach Karl gehen, dann abkommen? Okay. Schöne gute Mütten. Hoi. Für Informationen, die wir mit Reden aufhängen. Diesmal vielen Dank, dass jeder den Heiers bei dem Wir da. Es sind ganz viele Leute und zusammen werden wir auch zu Lützburg Akta stoppen. Das ist schon vier Abend schlicht gegen die Polen, waren Tausenden von Leuten auf der Straße an einem Protestgrupp als Ratifizierung vom Akta ausgesagt gegeben. Das soll auch heute zu Lützburg möglich sein.
nicht nur nach Polen, wo du gefangen hast, sondern auch in Lettland, in der Slowakei, in Tschechien, in Gescha, in Deutschland, haben sie gesagt, ACTA wird momentan nicht ratifiziert. Für das erreichen, treffen wir uns auch heute, für die Lützeburger Regierung dazu zu bringen, dass auch Lützeburg ACTA nicht werden erschreiben. Dafür stimmen wir heute an eine Gruppe verschiedener Parteien, Organisationen, ein farbig und eine pluralistische Demonstration zusammen für ein Ziel, ACTA zu stoppen. Für jeden, den Frau mit einem Mob im Internet ist, wenn der Twitter benutzt, holt den Hash ACTA Lux, da kriegt auch jeden alles mit, was hier lebt. Sonst gerne sehen Sie Fotos, und das war jeden Weisen, dass Lützburg auch genug auf viele Leute bewegt wird, für Bürgerrechte zu verdeutlichen. Zum Auflauf, wir werden nur Redebeiträge schon von Organisationen, die diese Demonstration offiziell unterstützen. Da wird kein Jüdrin 10 bis 15 Minuten schwätzen. Ich meine, kann. Da nur machen wir das Mikro aus. Und da nur machen wir noch ein bisschen, sprangen wir noch ein bisschen für ein paar Videos und ein paar Fotos zu machen, damit wir auch nur können gucken, dass mal Leute hier in der Kehle waren und Beweis so für Jüdrin, die uns versuchen. Dort interessiert doch sowieso keinen. Stimmt doch nicht! Wir fangen dann nun mit einem Redebeitrag von Sven Klümmer, Präsident von der Piratenpartei. In den Gringen der Gefallen, ich meine das digital, dann verbrennen ich kein paar Bayer. Der freie Internet ist eine Gefahr. Content-Mafia will als Freiheit eine Waschwelle. Wir stehen alle guten zusammen, halb bei Minusgraden, den zu sagen, dass sie es abhalten sollen, also so zu verarschen. Wir müssen den Politiker die Akte ausgehandelt tun. Klar so, was wir davon erhalten. Jederin, der nur haupt nach darüber nachdenkt, etwas wie Akte zu ratifizieren, soll daran erinnert werden, dass wir uns Bürgerrecht nicht von allen Männern, die an der Zone in dir verhandeln, beschneiden lassen. Der Stopp-ACTA-Protest ist ein von den größten Protesten von den letzten Jahren. Schon zu lange sind keine Leute mehr an über 200 Städten, an über 30 Ländern zusammen auf die Straße gegangen für ein gemeinsames Ziel. Heute schreiben wir Geschichte. Heute weisen wir, dass es nicht nur in arabisch Drehjahr gibt, nur in europäische Wunder von wir sind. In Zukunft werden sich die Purmol überlegen, ob jemand diese Freiheit pokern soll. Nur haut kein Politiker, ob an der Chambre oder im Europäischen Parlament, so in den Internet, wie es ein Spiel sagt, der ihnen nicht erstellen muss. Allein sind wir nicht, wir zusammen sind wir stark, zusammen verhindern wir ACTA. Los, ihr steht so, dass wir die Base wären. Los, ihr steht ausschüchtern von Pseudo-Argumenten. ACTA hilft nicht den Künstler. Weil wenn es so wird, für was stehen dann halt auch Künstler heim? Für was haben wir mehr als 25 Lützburg Bands in der Pipe gegen ACTA unterschrieben? Aber wenn einer steht, der wird doch nicht mehr heim. Weil der gratis alles rufläuten will. Dann antwortet, dass sie auch nicht mit Ausbieren Bürgerrechte ausschränken wollen. Weil ACTA aus Zensur. Okay, ich will mich ein bisschen zurück. ACTA schreibt keine Direktzensur für. Nee, wie sollen die Richtlinien erfüllt gehen? Bei Facebook, Twitter oder auch alle Internetprovider nicht an Zukunft all als Kommunikationen kontrollieren. Wie wollen sie nicht haftbar gemacht gehen, wenn sie das nicht aufhören? Dafür ist für keine Direktzensur für geschrieben,
Aber schlussendlich als den ersten Schritt dahin. Und das gilt zu verhindern. Nun die wir gefragt, was soll das Deputiert machen? Das macht der Feis. Den Nutz bringt den aus hier Akta. Der nächste Redner ist dann von dem Gründen Claude Adam, dem wir pro Wähler werden. Merci für das Mikro, dass wir einen ganz Fried dann als ersten Deputierten Gent Akta dürfen zu schwätzen. Akta als ein multilaterales Aufkommen, was sich für internationale Standards für Durchsetzung von geistigen Eigentumsrecht als Advokateur wird ersetzen. Und das für die Gegend auch klar, dass man muss, Advokateur die geistigen Eigentum von den Künstlern schaffenden Leuten respektieren und unterstützen, dass sie auch in Zukunft können kreativ bleiben und kreativ schaffen können. Mehr mit ACTA können wir nicht mehr. ACTA, also ich bringe mich aus der politischen Dunkelkammer. Es sind keine öffentliche Debatte gefordert, die das in insgesamt undemokratischen und untransparenten Verhandlungsprozess gewesen. Parlamentarier und Parlamenter werden nicht an den Entstehungsprozess angebunden. Heuer sind zum Anfang so nicht in den Schutz von Künstlergängen, wie auf die Presse für große Konzerne und andere als der Musikindustrie. Die Politik, die ACTA am Feld gesagt hat, dreht sich nicht um den Schutz von den Redakteuren, sondern um den Schutz von den Monopolen, von den großen Konzernen und der Medienbranche. Es gibt von Konisch geschwert, aber es gibt Kommerz gemengt. Durch den Protest von, aus der Wissenschaft, von Netzaktivisten und von ONGen konnten die schlimmsten Punkte aus dem Aufkommen, aus dem ACTA-Entwurf gestraft gehen oder wenigstens relativiert gehen. Es bleiben aber massiv politisch, rechtlich Bedenken und Unklarheiten, Intransparenz und Bewertungsprobleme. ACTA als kein Fortschritt und Weg von der Modernisierung von den Redakteuren, mehr ein Hindernis auf dem Weg und dafür darf ACTA nicht ratifiziert werden. ACTA weist an eine Richtung, wo Kontrollen am Internet angefordert gehen und wo es nicht vorrangig um die freie Nutzungsrechte vom Internet geht. ACTA weist an eine Richtung, wo Provider klären müssen, überwachen, es steht kein Bestrebungen von Netzneutralität. ACTA schafft ein Lobby für Netzkontrolle und schafft gegen die Interesse von der Freiheit vom Internet und von den Nutzern vom Internet. Da stellt sich natürlich die Frage, was sieht dann die Lützebäuer Regierung zu der ganzen Problematik? Na ja, es hat wirklich gefühlt, wie an vielen anderen Domänen, wie wenn die Linkshand nicht weiß, was die Rechtshand möchte. Wir haben als Kring eine Motion an der Chambre deposiert, die also auch ungeholt ging, wo wir gerne hätten, dass Netzneutralität an das Gesetz angeschrieben ging, die als unanim ungeholt ging. Und dann stellen wir fest, dass der 26. Januar zu Tokio an der Ambassade am Messeminister Lützburg mit zu den Unterschreibern vom ACTA-Protokoll gehört. Das ist für uns unverständlich. Einerseits haben wir einen Minister Bildchen, den sieht, wir ein Karimann Verteidiger von der Netzneutralität. Und auf der anderen Seite sieht das dann der Wirtschaftsminister, auch wie noch immer,
die gehen dann das Protokoll unterschreiben, ohne dass man irgendein Keier an der Chambre darüber diskutiert wird. Das ist ein Skandal. Wir fördern dafür, an der Vorhin noch die ging, ob die Nordische Jour von der zuständigen Medienkommission den Punkt ACTA setzen wir los, wir hätten gern Transparenz. Und wir sind der Meinung, dass wir den ACTA-W nicht können und nicht wollen mitgehen. Und letztendlich sollen sich die Länder, die schon logisch sind, sie wollen nicht mit auf den Weg für ACTA zu ratifizieren, ausschließen. Wir werden uns dafür stärken und dafür ersetzen. Merci. Merci. Den Facecard? Ja. Ich meine, der kann den Text schon selber, ne? Nee. Wir nicht springt den aus hier ab da. Das ist gut. Von den nächsten Redner wie ich von den Repräsentanten von der Jungen Link, hast du eine Person, die sich so interessiert hat? Das? Nee. Ja? Könnt ihr drehen und rein. Dann machen wir vier rum am Claude Thomas. Moment. Ah, pardon. Ja! Ja, dann muss ich an. Okay. Wir sind neu für die Young Link zu repräsentieren. Wer sie kennt, ACTA ist dem ganz einfach drum. Wer hund? Genug? Wenn ihr wollt nicht. Pardon, nicht mal nicht. Nee. Bei ACTA ist das Problem. Sachen wie Fair Use, wo Leute ohne Problem können Copyright-Sachen als Parodie verwenden. Das geht fort. Mit ACTA aus jeglicher Form von Copywriting geht so strikt gemacht, dass es keine Chance mehr gibt für andere Leute, wegen Punkte zu verwenden. Das ist ein schlechter Approach, weil Sachen, wo am Gesetz dran sind, wie Fair Use, gehen fort. Nur ein Problem, wo dabei kommen, ist, wir haben ein Gesetz wie ACTA, was nicht von Politikern gemacht wird, sondern von nicht von gewählten Politikern, sondern von Leuten, die schlussendlich 100 den anderen ihre Rück gemacht haben und so probieren, an Politik ranzukriegen. Ohne dass es durch ein normal legislativ fast durchgegangen ist, als den falschen Weg Gesetz durchzubringen. Und wir müssen nur dagegen stehen, dass nicht weiterhin so Gesetze als aufgedreht gibt, wo keine Verhandlung existiert. Okay, merci. Dann kommen wir los zum Claude Thomas, Europa-Deputiert, in Ostern-Absibor. ACTA am Europaparlament erzählt. Das Europaparlament wird ein von den nächsten Parlamenten sein, was über ACTA aufstimmen wird. Das wird wahrscheinlich nur im Sommer sein. Die vielen Regierungen, die mittlerweile suchen, wir werden auf das Europaparlament. Und dafür kann ich nur von heuer suchen, mir als Gring. Wir haben ja schon auch Piraten bei uns, wir sind die, die am Europaparlament gerne suchen werden. Und von hier aus hätte ich noch gerne, dass wir hier eine ganz klare Message geben, den Opa und an Europa. Stopp, ACTA! 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 Yeah! Ich gehe kurz auf eine andere Person, die ist noch als offizielle Unterstützer angedroht. Von den jungen Piraten, Präsidentin, Bubaste, da kannst du gleich...